Wie mache ich das? Ja, ich bin Jakob Zadermann, ich bin 16 Jahre alt und ich spiele Klavier. Also ich bin der Henrik Heidrich, ich bin 15 Jahre alt und ich spiele Klavier. Mein Name ist Lara Christine Reskamp, ich bin fast 12 Jahre alt und ich spiele Klavier. Ich bin der Samuel Meyer, ich bin 15 Jahre alt und spiele das Klavier. Ich bin Jana Kaul, ich bin 15 Jahre alt und ich spiele Klavier. Ich bin Lena Vogel, ich bin 16 Jahre alt und spiele Klavier. Ich bin Jörn Römmelkamp, ich bin 18 Jahre alt und spiele Altsaxophon. Und ja. Ja, ich bin Rita Scholz, ich bin 16 und ich spiele Klavier. Ich bin Emilia Müller, ich bin 12 Jahre alt und ich spiele Klavier. Nein, das stimmt nicht wirklich. Ich übe persönlich eine Stunde pro Tag durchschnittlich. Also nein, man muss auf jeden Fall nicht 5 Stunden üben, man muss ungefähr so 45 Minuten üben. Nein, auf keinen Fall. Nee, es hängt eigentlich auch sehr vom Tag ab. Also was ich noch sonst zu tun habe, Schule und so. Deswegen hängt es ab, mal 2 Stunden, mal weniger. Also 5 Stunden übe ich jetzt eigentlich auch nicht. Also die Lehrer sind eigentlich nicht streng. Also es macht Spaß, wenn die unterrichten. Nur manchmal sind sie streng, wenn man sich halt nicht Mühe gibt. Und mir macht das Musizieren Spaß. Spaß macht mir es immer, wenn ich ein bisschen geübt habe und dann sehe ich mein Ergebnis. Das ist natürlich schön. Und Lehrer können natürlich streng sein, wenn man mal nicht gut genug geübt hat. Aber eigentlich macht es immer Spaß. Also erstmal generell zur Äußerung. Also die Lehrer und Lehrerinnen sind eigentlich nicht so streng. Also die machen das ja nur, um dich so weiterzubilden, damit du halt weiterkommst. Und ja, das hat ja nicht jetzt so viel damit zu tun, dass sie dann automatisch streng sind. Ja, also das ist nicht immer so, dass die Lehrer streng sind. Manchmal müssen natürlich Lehrer streng sein, damit der Schüler vorankommt. Und bei den Prüfungen muss man einfach den Kopf behalten und einfach gut spielen, wie man spielen kann. Ich finde, es ist definitiv nicht uncool. Nee, auf jeden Fall nicht. Nein, würde ich nicht. Man kann auf dem Klavier richtig viele Lieder spielen, egal ob Klassik oder Pop oder sonst was. Ich persönlich spiele nur das Klavier, aber da kann ich auf jeden Fall sagen, dass es Spaß macht und nicht uncool ist. Ja. Also ich weiß es nicht genau, aber vielleicht so Richtung Jura oder Polizistin oder sowas. Also ich möchte eventuell Lehrer werden und da bietet sich natürlich an, wenn man Musiklehrer werden will, zum Beispiel Klavier zu spielen und damit verdiene ich, glaube ich, auch genug Geld. So ganz sicher bin ich mir nicht, was ich später machen möchte. Ich weiß, dass ich studieren gehen will. Eine Zeit lang hatte ich Medizin im Kopf, aber es ist dann doch sehr schwierig. Und vielleicht wollte ich auch erst ein Jahr ins Ausland, nach Frankreich oder so. Aber richtig Musikerin werden werde ich nicht, sondern das eher so als Hobby weiterhin machen. Also zum Beispiel Geld verdienen würde ich sagen, es kommt einfach sehr darauf an, wie sehr du dich ins Zeug kennst und wie viel dir einfach daran liegt. Aber es kommt halt auch generell darauf an, als was du arbeitest. Und ich würde sagen, es gibt auch Berufe, wo man viel oder halt mehr Geld verdient. Und es gibt halt aber auch Schwierigkeiten. Aber generell ist es halt eine eher weniger sichere Kategorie, würde ich sagen. Genau kann man es nicht sagen, ob der Musiker in der Zukunft viel oder weniger verdienen wird. Man muss nur gucken, wie gut man spielt und welche Möglichkeiten man hat. Aber ich würde, glaube ich, kein Musiker werden, weil für mich es zu spät schon ist. Also ich weiß noch nicht, was ich beruflich machen will, aber man kann Geld verdienen, wenn man halt sehr viel Mühe da reinsteckt. Hey, was soll ich denn sagen?